Ja, herzlich willkommen zu meiner Session über das Genesis Framework. Ich werde euch heute ein bisschen was dazu erzählen. Sieht so aus, ich werde euch ja, ein paar Einblicke dazu geben. Was ist das Genesis Framework? Wie funktioniert das Genesis Framework? Und am Ende werde ich euch dazu auch noch ein paar Beispiele zeigen, sodass ihr so einen kleinen Einblick bekommt, auch für Anfänger, ja, falls ihr noch nie mit dem Genesis Framework gearbeitet habt. Mein Name ist übrigens Arkadiusz Jonczyk. Und ja, ein paar Worte noch zu mir. Ich bin seit 2015 selbstständig. Und ich beschäftige mich hauptsächlich so mit Webdesign und Webentwicklung im Bereich WordPress, also in die Richtung Full-Stack-Webentwicklung. Und was ich halt auch noch mache, ist Online-Marketing, einfach aus dem Interesse, nicht nur Webseiten zu machen vom technischen Standpunkt aus, sondern auch zu verstehen, wie kann man damit auch Geld verdienen, also wirklich mit dem wirtschaftlichen Aspekt dahinter. Ja, WordPress mache ich seit 2014. Damals bin ich dazu gekommen, weil ich einen Blog mit WordPress aufsetzen sollte. Und dazu halt ein Design erstellen sollte und ja, dann auch nicht wusste, wie ich es quasi mache mit mit WordPress, weil ich davor so eher aus diesem MVC-Bereich komme, mit Laravel unter anderem auch. Und ja, dann bin ich da quasi so rein und habe mich ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, ja, es gibt ganz viele Themes und so, ganz viele Plugins in dem Bereich und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und irgendwann bin ich dann über den Affenblog, vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, darüber bin ich dann auf das Genesis Framework aufmerksam geworden. Und ja, seitdem benutze ich das auch für eigene Projekte und Kundenprojekte. Ja, was ist das Genesis Framework? Ich habe euch hier mal ein Schaubild mitgebracht. Ja, das habe ich nicht selber gemacht. Das ist von StudioPress. StudioPress ist quasi die Firma hinter dem Genesis Framework. Falls euch Copyblogger was sagt, die stecken halt alle unter einer Decke, beziehungsweise es gehört halt alles dazu zusammen. Und ja, gehen wir das einfach mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch und ich erzähle euch ein paar Worte zu den einzelnen Punkten. Der erste Punkt ist, das Genesis Framework ist Suchmaschinenoptimierung. Ja, also die Leute hinter dem Genesis Framework haben wirklich geguckt, dass sie ein Framework entwickeln, welches ja, Suchmaschinen optimiert ist. Das heißt, einerseits ist der Code Suchmaschinen optimiert, ja, also wirklich der Standardcode, der HTML-Code. Andererseits gibt es aber oder werden auch Schema.org Daten benutzt, ja, für die es nicht kennen. Kurz, ja, mit Schema.org hat man diese Mikrodaten, womit man zum Beispiel angeben kann, ja, das ist jetzt eine Adresse, das ist eine Bewertung und so weiter und so fort. Das wird halt auch standardmäßig benutzt. Und man hat auch diverse verschiedene Einstellungsmöglichkeiten im Framework selber, was ich euch auch gleich nochmal zeigen werde. Zweitens ist es responsive von Haus aus, ja, und benutzt halt HTML5. Ihr könnt aber auch auf XHTML umschalten. Das ist auch kein Problem, aber standardmäßig wird halt HTML5 benutzt. Ja, für uns Entwickler ist es natürlich auch immer wichtig zu wissen, wie sieht das mit der Lizenz aus? Es gibt ja immer verschiedene Lizenzgebühren, sei es Abos oder also wenn ihr zum Beispiel ein Theme kauft, dass ihr dann pro Seite eine Lizenz kaufen müsst, beziehungsweise pro Seite bezahlt oder pro Jahr bezahlen müsst. Beim Genesis Framework ist es so, ihr bezahlt wirklich nur einmal. Ihr kauft euch eine Lizenz, die kostet ungefähr 60 US-Dollar und könnt dann das Ganze für alle eure Seiten benutzen und müsst das Ganze auch nicht erneuern. Ja? Das heißt, es ist eine Lifetime-License. Ja. Sicherheit ist natürlich auch ein wichtiger Punkt im Bereich WordPress und natürlich auch allgemein im Bereich Webentwicklung. Und ja, die Leute hinter dem Genesis Framework haben dann auch natürlich geschaut, dass sie sich Experten holen, die sich in diesem Bereich auskennen, um natürlich keine Sicherheitslücken in dem Bereich einzubauen, beziehungsweise um das Ganze zu minimieren. Ja, da es natürlich nie hundertprozentige Sicherheit gibt. Weiterhin habt ihr natürlich Updates, sobald irgendwas ja, kaputt ist, sage ich mal, sei es eine Sicherheitslücke in dem Bereich oder so, kriegt ihr direkt Updates, die ihr natürlich auch im Backend direkt einspielen könnt. Weiterhin, das Genesis Framework ist sehr leichtgewichtig. Ja, ihr könnt viel damit machen, aber ihr kriegt jetzt nicht so ein ja, aufgeblasenes Toolset, sage ich mal. Ja, es ist wirklich leichtgewichtig. Ihr könnt aber auch, ja, sei es durch verschiedene Plugins, könnt ihr viel euch selber viel zusammenbasteln. Ja. Aber ihr könnt dann halt selber entscheiden, möchte ich das benutzen oder nicht. Und ihr könnt auch diverse Einstellungen machen durch diverse Hooks, Filter, werde ich euch aber auch alles nochmal im Detail ein bisschen zeigen, damit ihr das Ganze auch versteht. Und dadurch, dass es halt nicht so aufgeblasen ist, ist es auch relativ schnell.
Der nächste Punkt, die Widgets und Layouts. Ihr habt von Haus aus schon, ich glaube, drei Widgets sind drin. Einmal für Featured Pages und Post und auch standardmäßig eine Sidebar drin. Und ihr habt verschiedene Layout-Options. Ja, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt ein Layout mit der vollen Breite, ich möchte auf der rechten Seite eine Sidebar haben, ich möchte auf der linken Seite eine Sidebar haben und so weiter. Zeige ich euch auch nochmal im Detail, welche sechs Layout-Options es da gibt. Und ja, der letzte Punkt, Developers you can trust, heißt so viel, dass ja, das Ganze nicht irgendwie ausgelagert wurde an irgendwelche Freelancer, sondern wirklich geschaut wurde, welche, also dass wirklich ja, Leute aus der WordPress-Szene genommen werden, die sich damit auskennen. Unter anderem, ich kenne jetzt auch nicht alle, könnt ihr euch anschauen, hier auf der Seite unten. Ja, hier. Unter anderem Bill Erickson habe ich jetzt im Kopf, der hat unter anderem da auch mit dran gearbeitet, den kennt man auch, wenn man sich zum Beispiel mit dem Genesis Framework auseinandersetzt. Er halt auch viel in dem Bereich macht und auch auf seiner Seite viel Snippets hat und so. Zum Beispiel auch Wes Linda, auch aus dem US-amerikanischen Bereich. Ja, das sind halt so Leute, die daran mitentwickelt haben. Ja, wie funktioniert das Genesis Framework? Ja, also was ist wirklich das Besondere im Gegensatz zu ganz normalen Schalt-Themes, so wie wir es kennen? Das Genesis Framework benutzt Action Hooks. Ja, das ist so das Besondere am Genesis Framework und dadurch ergeben sich halt ganz viele schöne Möglichkeiten. Und zwar habe ich hier mal beispielsweise ein normales Theme, also wenn ihr wirklich ein ganz normales Schalt-Theme entwickelt, habt ihr verschiedene PHP-Files, ja, zum Beispiel für einen Header habt ihr einen File, für eure Page, für euren Footer und das wird dann dementsprechend zusammengebastelt. So, beim Genesis Framework habt ihr eine Basis, ja, und das Ganze wird dann über, ja, diese Action Hooks gesteuert. Das heißt, ihr habt zum Beispiel für den Header habt ihr einen Genesis Header Action Hook, für die Navigation wird der Genesis After Header Action Hook benutzt. Dann habt ihr eine Genesis Loop, Genesis Footer und so weiter. Das sind halt viele verschiedene Action Hook, woran ihr dann, ja, sag ich mal, anknüpfen könnt. Ja, das heißt, ihr könnt wirklich irgendwas an der ganzen Struktur ändern, indem ihr das hin und her schiebt oder was hinzufügt. Und in Summe, ne, ein zu früh. Also es gibt Hooks für verschiedene Bereiche, wie gesagt, auch die Struktur, auch für das Dokument, wenn ihr irgendwas an dem Dokument ändern wollt. Für eure Loop, für eure Comments und in Summe sieht das Ganze halt so aus. Es sind insgesamt 57 Action Hooks, die das Genesis Framework uns bietet. Ja, die wichtigen sind zum Beispiel auch, wenn man was ändern will, zum Beispiel die Loop, ja, Genesis Header, Genesis Footer, so diese Standardsachen auch für die Struktur. Was vielleicht nicht so oft benutzt wird, ist hier Genesis After Entry Content, ja, also wirklich. Das ist jetzt der Hook, der ausgeführt wird nachdem der Inhalt ausgegeben wird, ja, zum Beispiel von eurem Blogpost. Und es sind jetzt auch, ich habe das jetzt zusammengefasst, also ein Teil davon sind jetzt auch XHTML Action Hooks, ein Teil davon oder das meiste davon sind dann halt die HTML5 Action Hooks. Ja, also es gibt einen Teil, der ist halt wirklich nur für die XHTML Sachen, ein Teil für die HTML5 Sachen und der große Teil dann halt für alles. Ja, das sind die Layout-Options, die ihr habt. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Es sieht so aus, ihr könnt wirklich für jede Seite euer Layout bestimmen. Das macht ihr entweder global, also im Backend. Könnt ihr dann global sagen, ich möchte zum Beispiel für alle Seiten Full-Width-Content haben, also über die volle Breite. Das Ganze könnt ihr natürlich auch per Code einstellen. Und das könnt ihr aber auch noch ja, für jede Seite einzeln einstellen. Ja, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich mache für meine Seiten ein Layout über die ganze Breite und habe dann zum Beispiel einzelne Seiten, euren Blog zum Beispiel, wo ich noch eine Sidebar einfüge. Ja, das ist alles möglich. Das ist nochmal das Ganze für die Layouts. Also es sieht halt so aus, ihr habt einen Action-Filter. Das ist dieser Action-Filter von Genesis. Und ja, das sind quasi die einzelnen Werte, so wie ich es quasi gerade gezeigt habe auf der vorherigen Folie. Ihr könnt das Ganze aber auch hier unten rechts nochmal nachlesen. Ja, ich habe immer zu den einzelnen Folien auch ja, nochmal irgendwie Links reingepackt, wo ihr das auch nochmal im Nachhinein, falls euch das irgendwie interessiert und ihr da mehr zu wissen wollt,
dann könnt ihr das immer da nachlesen. Ja, es gibt auch von Genesis selber, falls ihr es kauft, habt ihr auch einen, ja, so einen Mitgliederbereich. Da habt ihr auch ganz viele verschiedene Snippets und ja, viele Sachen zum Nachlesen, wo ihr dann auch gucken könnt, wie verschiedene Sachen funktionieren, weil es halt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze ja, anzupassen. Ne? Ja, Spaltigkeiten sind auch von Haus aus im Genesis Framework enthalten. Es ist jetzt nicht so umfangreich wie zum Beispiel bei Bootstrap. Ja, da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Aber für diese, ja, normalen Sachen, sage ich mal, ist es möglich und reicht es auch. Hier habe ich euch mal ein Beispiel zusammengebastelt. Die ganzen Beispiele könnt ihr euch auch nochmal im Nachhinein angucken. Das habe ich bei GitHub hochgeladen. Zeige ich euch auch am Ende nochmal die Adresse. Ja, um das Ganze zu benutzen, sind die Klassen relativ einfach. Ja, zum Beispiel für zwei Spalten benutzt ihr die Klasse OneHalf. Und ja, dann immer das erste Element wird dann immer mit der First-Klasse noch angepasst, verwiesen. Und ja, um noch mal ein bisschen mehr von dem Genesis Framework zu sehen, habe ich euch noch die SEO-Einstellungen reingepackt. Es ist so, das sind jetzt die SEO-Einstellungen von den einzelnen Seiten, also die ihr wirklich bei einer Seite einstellen könnt. Das ist jetzt natürlich die Frage, die meisten werden irgendwie ein SEO-Plugin benutzen, sei es jetzt Yoast oder ein anderes WP-SEO. Ja, ihr könnt halt die üblichen SEO-Sachen einstellen, ja, den Titel, die Meta-Beschreibung, das sind so immer die wichtigen Sachen. Canonical URL, Weiterleitung, falls ihr halt was machen wollt. Und ihr könnt natürlich auch sagen, möchte ich, dass das Ganze indexiert wird oder nicht indexiert wird. Und natürlich auch No Follow, also wirklich diese Standard-SEO-Einstellungen sind das. Ja, hier noch weitere SEO-Einstellungen, das sind globale SEO-Einstellungen. Ja, einerseits natürlich für HTML5, ja, das habe ich zum Beispiel nie aktiviert. Das Problem natürlich bei HTML5, wenn ihr dadurch, dass ihr da die Sections habt und wenn ihr dann die H1-Header in die Section reinpackt, habt ihr natürlich mehrere H1-Tags. Ja, also zumindest laut dem Genesis Framework ist es natürlich schlecht für SEO. Ich kenne mich jetzt auch nicht so detailliert in diesem Bereich aus, um zu sagen, ob es jetzt wirklich gut oder schlecht ist. Ich habe es zumindest nie aktiviert. Und ja, weitere Sachen zum Beispiel mit dem Titel. Und ja, wie der Titel halt auch sozusagen zusammengebaut wird. Und hier nochmal nur für die Startseite wieder. Ups, Klick hier. Für die Startseite, also der Titel von der Startseite, Meta-Beschreibung, Keywords sind ja nicht so wichtig, nicht relevant. Und natürlich wieder das, was wir auch vorhin schon hatten, jetzt aber nur für die Startseite und auch wie der Webseitentitel zusammengebaut werden soll. Ja, also ihr seht, es gibt viele verschiedene SEO-Einstellungen, ob ihr es jetzt benutzt oder nicht, ist natürlich euch überlassen. Wie ich auch schon mal gesagt hatte, durch verschiedene SEO-Plugins erübrigt sich das auch zum Teil. Und ja, da muss natürlich jeder selber entscheiden. Ja, dann nochmal eine Einstellung, die ich euch auch nochmal zeigen wollte, ja, da man natürlich auch nicht alle Seiten indexieren möchte. Und ja, hier habt ihr zumindest auch die Möglichkeiten für so Archive zum Beispiel zu sagen, Google indexiert die Archive nicht, brauchen wir nicht. Ja. Also es ist zumindest alles möglich. Ja, Featured Images wollte ich mal darauf eingehen. Das ist die Möglichkeit zu sagen, bei einem Blogpost, ja, die Bildchen anzuzeigen, ja, dass ihr wirklich auch zu jedem Blogbeitrag Bilder habt, was meiner Meinung nach heutzutage Standard ist. Ihr könnt das Ganze im Backend einstellen, dass das angezeigt wird. Was wichtig ist, das Ganze funktioniert so, dass ihr bei der Übersicht bei eurem Blog werden die Bilder angezeigt. Sobald ihr dann wirklich auf einen Beitrag geht, wird das Bild nicht mehr angezeigt. Das könnt ihr aber ganz einfach über, ja, dieses Snippet könnt ihr das Ganze nochmal einfügen, ja. Ich denke mal, die meisten werden sich damit auskennen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr euch in dem Bereich auskennt, aber das könnt ihr dann einfach in eure Functions.php einfügen, in eurem Child-Theme. Und dann funktioniert das auch. Ja, noch ein paar Snippets, die ich euch halt zeigen wollte, was halt auch noch so möglich ist. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt.
Das ist jetzt zum Beispiel für die Zeile bei euren Blogbeiträgen. Da steht ja mal, von wem wurde das geschrieben, mit dem Datum. Ich möchte einen Kommentar hinterlassen, wie viele Kommentare halt. Sowas könnt ihr dann auch anpassen, ja, über diesen Filter von Genesis. Das ist hier Genesis Post Info. Könnt dann auch die Shortcodes benutzen. Ein weiteres Snippet noch für die Autobox. Das heißt, wenn ihr einen Blogbeitrag schreibt, dann könnt ihr natürlich unten drunter könnt ihr eine Autobox anzeigen lassen, ja, also mit eurem Bild, was mit Gravatar natürlich verknüpft ist. Und ihr habt dann eure Biografie, die ihr eingestellt habt in euren Benutzereinstellungen bei Genesis. Und ihr könnt das mit dem Filter aktivieren, dass diese Box halt angezeigt wird. Ja, das ist die erste Zeile. Und was ihr dann noch machen könnt, ihr könnt dann mit diesem Filter könnt ihr dann sagen, wie groß das Bild sein soll, was angezeigt wird. Und als weiteres könnt ihr dann auch noch sagen in Kommentaren, wie groß ja, die Bilder quasi von den Kommentatoren sind. Und das Ganze natürlich auch wieder in die Functions PHP. Ja, noch ein Snippet, was auch oft benutzt wird, ist für den Footer-Text. Ihr habt bei Genesis einen Footer standardmäßig. Und ja, falls ihr den jetzt, sage ich mal, nicht überschreiben wollt, könnt ihr den einfach übernehmen. Und mit dem Filter hier, könnt ihr das Ganze auch anpassen. Und ja, das waren jetzt so ein paar Snippets, die ich euch zeigen wollte. Es gibt natürlich noch mehr, die findet ihr, wie bereits schon mal gesagt, in diesem Mitgliederbereich. Und ja, da könnt ihr euch das raussuchen. Auch falls ihr mal irgendwie Fragen in dem Bereich habt, könnt ihr mich dann auch gerne mal anschreiben, falls ihr da nicht weiterkommt, weil es halt sehr viele Informationen sind. Ja, es gibt viele Genesis-Plugins. Also es sind ganz normale WordPress-Plugins. Ich hatte mir das Ganze mal angeguckt, um euch das mal ein bisschen zu, ja, um euch da ein paar mehr Informationen zu geben. Also ich kannte die meisten davon auch nicht. Ich habe mir jetzt jedes einzelne nochmal angeguckt, um halt zu entscheiden, so ist es wirklich wichtig oder nicht. Und ja, es sind jetzt ungefähr knapp 20, glaube ein bisschen weniger als 20. Aber also ich habe halt herausgefunden, die meisten sind eher nicht relevant. Die jetzt so ein bisschen dicker sind hier, mit der dickeren Schrift, ja, die habe ich als relevant eingestuft. Das ist zum Beispiel dieser Responsive Slider, den könnt ihr einbinden. Das Ganze ist dann auch ja, in das Genesis Framework integriert. Was interessant ist, ist auch Simple Share. Das ist, um eure Beiträge zu teilen, ja, diese ganz normalen Icons bei Facebook teilen. Das Inux Extended ist für eure Opt-in-Formulare. Ja, falls ihr zum Beispiel für die E-Mail-Marketing machen und E-Mails einsammeln, die brauchen natürlich auch die Formulare. Das könnt ihr damit benutzen, auch mit den diversesten Anbietern. Was habe ich jetzt hier noch da? Portfolio Pro, das war jetzt in Kombination mit einem Theme von StudioPress. Also StudioPress hat auch selber verschiedene Pro-Themes. Ja, das heißt, ihr bekommt nicht nur das Genesis-Framework da, sondern es gibt auch verschiedene Themes von StudioPress, die ihr halt auch benutzen könnt. Auch sehr interessant, falls ihr euch mal was angucken wollt und vielleicht nicht wisst, wie ihr es mit dem Genesis Framework umsetzen könnt. Das habe ich dann auch gemacht, dass ich mir dann einfach ein Theme gekauft habe von StudioPress und dann einfach mal reingeguckt habe, ja, wie setzen die das um, ja, wie sind da so ein bisschen die Best Practices auch im Genesis-Bereich. Und ja, ist halt auch noch so ein weiterer Tipp. Ja, Portfolio Pro ist dann halt so in die Richtung für so Portfolios, ja, im Immobilienbereich. Genesis Connect for WooCommerce kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich halt WooCommerce nicht benutze. Und Simple Social Icons sind halt ganz normale Social Media Icons, die ihr dann einbinden könnt auf eurer Seite. So, findet ihr übrigens auch wieder hier unten, ja, falls ihr euch das später nochmal angucken möchtet im Detail. So, Genesis Workflow, da habe ich einfach jetzt nochmal ein paar Zahlen für euch, für die wirklich damit anfangen wollen und sich jetzt vielleicht auch noch nicht so sehr mit der Entwicklung von Themes auskennen. Ja, das, was ihr macht, ist, ihr holt euch aus dem Mitgliederbereich euer Genesis Framework, könnt ihr da runterladen und das Sample Child Theme, das sind so die zwei Sachen, die ihr braucht. Das packt ihr dann in euer Themes-Verzeichnis. Es gibt deutsche Sprachdateien. Die sind nicht von Genesis selber, beziehungsweise nicht von StudioPress selber, aber es gibt da jemanden, der die bereitgestellt hat. Ich habe auch noch auf einer Folie weiter hinten die URL. Das könnt ihr auch dann in Genesis importieren.
Und ja, ihr nehmt auch Einstellungen vor, zum Beispiel die Snippets, die ich euch gezeigt habe. Stellt das Ganze ein in eurer Functions PHP, wie ihr halt das Ganze für euer Projekt braucht. Und natürlich im Admin-Backend die Einstellung, die ihr auch wieder für euer Backend braucht. Ihr habt schon, ja, ihr habt halt schon so einen vorgefertigten Style, an dem ihr euch halten könnt. Der ist sehr sauber. Ja, und macht da halt dementsprechend eure Anpassungen. Ihr könnt natürlich auch sagen, möchte ich nicht übernehmen. Ja, ich mache das von null. Macht halt eure weiteren Templates. Ja, sei es zum Beispiel, ihr wollt eine individuelle Frontpage haben, ihr wollt eine Landingpage haben. Das macht ihr dann danach und als letztes so weitere Dateien. Ja, sei es jetzt JavaScript einbinden oder sei es irgendwelche weiteren Plugins. Ja, nur mal so als Überblick, ja, für die, die wirklich noch nie so in dem Bereich was gemacht haben und ein bisschen so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben möchten. So, gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Ja. Das ist jetzt eine einfache Frontpage, die ich gebastelt habe. Da ging es jetzt nicht darum, dass es jetzt designmäßig besonders schön aussehen soll, sondern ich wollte euch das Ganze einfach mal zeigen. Was ich jetzt hier habe, das sind im Endeffekt einfach nur ein paar Sections in dem Bereich. Ja. Ein paar Bereiche mit, ja, es sind auch Widget Areas, ja, also ihr könnt das auch per Widgets, ja, das sind hier alles Texte, die ihr in die, ja, als Widget, als Text-Widget einfügen könnt. Und ja, man sieht zum Beispiel, es ist ein breites Layout, ja, also ohne Sidebars und es sind halt die verschiedenen Sections drin. Das Ganze sieht jetzt so aus. Orientiert habe ich mich da am Altitude Theme von Studio Press. Ja. Da benutzt ihr, ja, ihr könnt euch zum Beispiel an Genesis Meta, ja, an diesen Action Hook, könnt ihr euch dran klemmen. Und ja, die Body Class ist natürlich gut für eure CSS-Einstellungen, damit ihr ja, diverse CSS-Einstellungen machen könnt, wo ihr dann wisst, aha, das mache ich jetzt nur für die Frontpage. Und ja, im Endeffekt sind es jetzt halt vier Zeilen. Die erste Zeile, da geht es halt wirklich darum zu sagen, volle Breite, ja, das ist ein Layout mit der vollen Breite, was ich haben möchte. Die zweite Zeile danach, da geht es halt darum, die Breadcrumbs, das Genesis Framework auch unterstützt, die halt rauszunehmen. Das nächste ist halt Genesis Do Loop rauszunehmen, ja, also wirklich die Ausgabe von euren Inhalten, weil es natürlich in dem Bereich, in dem ja für uns nicht relevant ist in dem Moment. Und ihr fügt einen neuen Action Hook dazu, was natürlich dann die Ausgabe hier unten ist. Ja, das ist ja quasi, was wir dann an die Loop klemmen. Ja, also da, wo wir quasi gesagt haben, wir möchten nicht die Inhalte anzeigen, sondern wir nehmen stattdessen hier unsere Widget Areas. Ja, und das sind auch die Widget Areas, sind jetzt fünf Stück, meine ich. Ne? Ja, fünf Widget Areas, die ihr halt drin habt. Wie man sieht, es gibt auch für das Genesis Framework auch bestimmte Funktionen dafür, die damit verknüpft sind. Und ja, damit kriegt ihr dann quasi die Frontpage, die wir quasi jetzt am Anfang gesehen haben. Fragen dazu übrigens? Ja. Also ihr dürft auch gerne Fragen stellen, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Falls ihr eine Frage habt, ruhig einfach fragen. So, eine Landingpage habe ich euch gemacht. Das ist auch ganz interessant, weil man bei einer Landingpage natürlich viele Sachen ausblendet. Ja, bei einer Landingpage geht es darum, ja, den Benutzer zu einer Aktion hinzuleiten. Ja, also wirklich in dem Bereich natürlich, er soll den Button ausführen. Ja, im realen Leben geht es dann natürlich darum, eine E-Mail-Adresse einzusammeln, Telefonnummer anzurufen, sowas in die Richtung halt, ne? Und ja, das Ganze habe ich euch mal testweise hier umgesetzt, um das zu zeigen, wie es dann auch einerseits aussieht und natürlich, wie es geht. Das ist das Interessante durch die Action-Hooks. Und ja, man sieht, es ist wieder relativ wenig Code. Ja? Also der Filter, man sagt volle Breite und dann nehmen wir ein paar, ja, Strukturen raus. Ja, das geht ja um die Strukturen. Wir sagen, wir nehmen den kompletten Header raus. Das ist so dieser Bereich. Ja.
Darum geht es halt, hier die Navigation rauszunehmen. Es gibt standardmäßig ja, eine Hauptnavigation und eine Subnavigation. Ja. Das nehmt ihr hier rüber raus. Dann die Breadcrumbs, was wir im Vorfeld auch schon hatten. Die Widget Areas. Ja. Das Genesis Framework unterstützt Widget Areas, die ihr ganz unten anbringen könnt. Und dann auch noch den Footer, da der natürlich auch unwichtig ist. Ja, je nachdem, müsst ihr natürlich gucken. Im deutschen Bereich, dass ihr da auch noch euer Impressum drin habt. Und ja, wie man sieht, ist es mit wenigen Codezeilen möglich, halt schnell irgendwas zu ändern. Ne? So, das war jetzt von meiner eigenen Seite noch, wo ich was geändert hatte, beziehungsweise wo ich ein bisschen gebastelt hatte, was ich euch einfach mal gezeigt habe, weil ich das sehr interessant fand. Ich wollte jetzt den Titel, ja, hier oben in diesen Header-Bereich einfügen. Und ja, das ist mit zwei Zeilen Code möglich. Ja, ihr sagt quasi, es ist der Entry Header und die Funktion ist Genesis Do Post Title. Nehmt ihr jetzt raus und fügt das Ganze einfach beim Genesis Header ein. Und natürlich noch den CSS-Code, der natürlich für die Situation entsprechend individuell ist. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja? Also, das ist halt so das Coole hinter dem Genesis Framework, weil ihr wirklich so einfach mit ein paar Zeilen Code alles Mögliche ändern können. Ne? Ja, noch ein Beispiel, dieses Nachrichtenformular, das habe ich oder wollte ich unter jeder Seite bei mir haben. Und das könnt ihr natürlich auch schön mit dem Genesis Framework machen. Das sieht dann so aus. Ihr benutzt dann, also ich habe zumindest diesen Genesis Before Footer, die Action Hook benutzt und habe dann einfach ja, quasi dieses Kontaktformular mit dem Shortcode, ja, es ist jetzt Kontaktform 7, Kontaktformular, was ich reingepackt habe. Und ja, was ich noch gemacht habe, ist natürlich auf der Kontaktseite, sollte das nicht angezeigt werden. Ne? Nur um euch auch wieder zu zeigen, halt, wie schnell man so Kleinigkeiten auch wirklich mit dem Genesis Framework umsetzen kann. Ja, die Beispiele, die ich euch gezeigt habe, also vor allem auch die mit dem weißen Hintergrund fürs WordCamp Berlin, die könnt ihr euch ja, bei GitHub angucken. Ja. Habe ich euch da hochgeladen, auch mit einer kurzen Beschreibung. Ja. Also es ist auch Datenbank, Dump ist auch mit drin und alles. Und ja, könnt ihr euch angucken. Genau, stimmt. Da ist einfach der Unterschied an der Dateianzahl und Größe ist ganz deutlich. Und andere Frameworks, die so auf dem Markt sind, die aber eigentlich keine Bedeutung haben weltweit, die haben vielleicht 300, 600 oder so Dateien und werden vielleicht von einem Mini-Team von zwei, drei Entwicklern gepflegt. Bei Genesis gibt es drei hauptangestellte Entwickler. Ich glaube, so drei Designer nochmal extra für die Child-Teams, was auch Profis sind, die nichts anderes machen. Und das erweiterte Community-Entwicklungsteam etwa 15 Leute, das schwankt aber. Und die sind weltweit verteilt. Also ein Holländer ist dabei, der Bill Erickson, USA, also die meisten sind Amerikaner. Jetzt sind auch noch mehr internationale Leute dabei. Ich war der Einzige aus Deutschland dabei und habe mich unter anderem dafür eingesetzt, dass die Internationalisierung und Übersetzbarkeit verbessert wird. Und das ist auch geschehen. Also seit 2 Jahren
sind die eigentlich nach WordPress-Standard ausgestattet und haben jetzt auch die Internationalisierung als im Kernstandard in Genesis mit eingebaut. Das ist für uns, denke ich, ja auch sehr wichtig. Und die weitere Sache, dass man einfach die Templates, die Seitentemplates, oder die sind ein bisschen anders wie bei den herkömmlichen Teams, meiner Meinung nach einfacher. Und das muss man einfach, wenn man Genesis einsetzt, als Neueinsteiger oder Agentur, einfach ein bisschen wissen. Das ist aber, der Unterschied ist nicht sehr groß. Und wie du in deinen Beispielen auch wunderbar dargestellt hast, kann man eigentlich meiner Meinung nach viel schneller und eleganter mit weniger Code viel mehr erreichen. Ja, danke, dass ich das sagen konnte hier. Ja. Mein Mikro, genau. So, also ich habe euch noch kurz die wichtigsten URLs. Ja, Dankeschön. Die wichtigsten URLs nochmal mit in die Präsentation aufgenommen. Falls ihr euch das Ganze nochmal angucken könnt, ihr könnt natürlich auch das Ganze googeln. Und hier auch nochmal so die ganzen Hilfsdateien, sage ich mal. Es gibt verschiedene Referenzen in dem Bereich, weil es, wie gesagt, sehr, sehr viel ist, meiner Meinung nach. Ihr kriegt das Ganze natürlich auch über diesen Mitgliederbereich, wenn ihr euch das Genesis Framework kauft. Und da könnt ihr nochmal alles finden. Ja, ich habe es ja auch nochmal dran geschrieben, Members Only. Ja, da kommt ihr natürlich nur drauf, wenn ihr euch das Genesis Framework gekauft habt. Hier natürlich, ne, die deutschen Sprachdateien. Danke nochmal dafür. Also ich benutze sie auch. Sehr cool. Genau, die sind kostenlos. Ja. Und was ich auch noch hier gefunden hatte, was auch ganz cool ist, ist hier so ein Visual Markup Guide. Ja, könnt ihr quasi so visuell nochmal sehen, wie das Ganze auch umgesetzt ist mit dem ganzen Code. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendwie Feedback habt oder falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich mich irgendwie anschreiben per E-Mail. Oder ihr könnt auch den David nochmal fragen. Ja, der ist vielleicht noch ein bisschen mehr Experte da als ich. Das war's dann.